Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir haben im letzten Part, oder beziehungsweise in der letzten Aufnahmesession, Lehm gefarmt, eine ganze Menge Lehm, beziehungsweise Ton, hier heißt es Ton. Und ja, das brauchen wir für das Dach unserer Schmiede dort hinten. Aber wir brauchen auch noch eine ganze Menge Eisen. Das bedeutet, wir werden jetzt auf eine Höhlentour gehen. Habe ich ja schon im letzten Part gesagt, dass wir auf eine Höhlentour gehen werden. Und ja, nun ist es soweit. Ich habe mich erstmal hier nochmal schlafen gelegt. Und ja, ich merke, dass die Lags immer noch sind. Ich habe gehofft, anderer Tag, anderes Glück sozusagen, dass die Lags dann nicht mehr da sein werden. Aber leider sind sie doch noch da. Und wie gesagt, ich hatte gehofft, dass das dann doch nicht mehr da sein, also doch nicht so sein wird. Aber anscheinend ist es noch so. Na gut, ich habe hier auch nur in Minecraft nur 36 F, weil auch ein anderer Shader drin ist. Na gut. Das heißt, ich werde jetzt halt diese Folge noch aufnehmen und dann ab dem nächsten Part werde ich zumindest in Minecraft auf die 30 FPS wieder umschalten. Tut mir leid für euch, wenn dann plötzlich dann nur 30 FPS ist, aber es war ein Versuch wert. Und genau. So, was ich jetzt hier noch machen werde, ist, was ich halt noch nicht im letzten Part gemacht habe, ist mein letztes Eisen nehmen und daraus mal eine Eisenrüstung, also eine vollständige Eisenrüstung mal craften, weil in eine Höhle zu gehen, ohne eine vernünftige Eisenrüstung zu haben, ist eher nicht so empfehlenswert. Darum mache ich das einfach mal, weil ich es kann. So, und das meiste ziehe ich schon an, außer dem Brustpanzer, weil ja, ein bisschen vom einen Brustpanzer habe ich ja noch. So, und dann bleiben mir 10 Eisen übrig. Und hier habe ich da gar kein Eisen mehr. Also ich werde ja hauptsächlich wieder Eisen und Kohle farmen. Und beim Rest muss ich dann mal schauen. Naja, Diamanten nehme ich natürlich immer mit. Ist ja klar. Aber auch zum Beispiel Kupfer, Zinn, das werde ich zum Beispiel nicht mitnehmen, weil ich das ja halt schon habe. Und ich brauche wirklich nur Eisen und Kohle. Und das andere würde mir nur Zeit wegnehmen. Genau, ich brauche jetzt hier irgendwie eine Höhle. Aber ich will nicht in der Nähe vom letzten Mal da sein. Da war ich ja auch, glaube ich, in die andere Richtung. Kann das sein? Das weiß ich jetzt nicht. Da hinten, seht ihr das da auf der Karte? Ja, da ist ein Gebäude. Dann Gebäude. Kann sein. Wir untersuchen das ein andermal. Es sei denn, ich finde bis dorthin keine Höhle. Kann ja auch sein. Dann schaue ich mal nach, was das ist. Es sei denn, ich finde jetzt eine Höhle. Genau. So, dann einfach mal hier hochspringen. Und ab dem nächsten Part wird das dann mit den Lags dann vorbei sein. Weil ich sehe halt schon, dass es ab und zu mal auf 20 FPS runtergeht in der Aufnahme. Könnten sogar noch weniger sein. Und das heißt, ist besser, wenn ich das auf flüssige 30 FPS unterstelle. Ah, das ist eine Höhle. Interessant. Und da springe ich einfach mal rein, weil ich es kann. Aber es könnte sein, dass da sonst. Da ist nämlich auch weiter nichts. Okay, das heißt, ich muss wieder zurück. Wir haben ja hier noch eine Steinspitzhacke noch. Die hoffentlich bald auch mal kaputt ist. Der Stein, na. Das ist ein Oldschool. So, ich brauche hier irgendwo eine. Da unten könnte auch nochmal in diese Richtung. Da könnte hier auch nochmal was Gutes sein, aber vielleicht auch nicht. Ich laufe mal lieber in diese Richtung. Ich möchte, wie gesagt, eine schöne Höhle haben. Dass ich irgendwie auf Diamantebene komme, das ist eher nicht so mein Ziel, weil, wie gesagt, nur Eisen und Kohle. Und Eisen und Kohle findet man auch an der, ja, fast an der Oberfläche halt. Aber bis jetzt sieht es mit Höhleneingang eher weniger gut aus. Ich arbeite halt auch gerne mit der Karte immer zusammen. Da ist ein See. Sehr, sehr schön. Und ein Pferd mit der Krone auf den Hintern. Ist ja perfekt. Dann laufe ich nochmal in diese Richtung und schaue da nochmal da hinten nach, was das da hinten ist, dieser komische Fleck da. Hier ist auf jeden Fall eine ganze Menge Sand. Ist ja schön. So, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis es Nacht wird. So, und zwar dort hinten. Hier. Oh, ist eine Höhle. Wunderbar. Dann gehen wir mal hier rein. Hier haben wir gleich Kohle. Nehme ich gleich mit. Je mehr Kohle ich habe, desto besser. Gilt genauso so für Eisen. Und ja, dann mal weitersehen. So, hier war jetzt nicht so viel Kohle, aber da kommt noch was. Die Fossilien. Soll ich die auch mitnehmen?
Nur wenn es wirklich in greifbarer Nähe ist. Zum Beispiel wie hier, dann nehme ich das mit. Es könnte sein, dass ich das mit einer Steinspitzhacke gar nicht abbauen. Nee, ich kann es mit einer Steinspitzhacke gar nicht abbauen. Okay, dann lasse ich es. Jetzt keinen Bock, extra eine Eisenspitzhacke rausholen. Das sieht vielversprechend aus. Ja, Zombie, das sieht wirklich vielversprechend aus. Essen haben wir ja auch genügend dabei. Genügend Karotten. Da können wir eine ganze Weile hier aushalten. Ich gehe mal in die andere Richtung. Auf der anderen Seite sieht es mir ein bisschen zu gefährlich aus. Da schon das erste Eisen, das ich mitnehmen kann. Ihr Stück. Sieht danach aus. Könnten aber auch 5 sein. Sind so auf 5. Denke ich zumindest. So, hier mal. Koppel. Da habe ich ja eine Fackel platziert. Na toll. Dann so halt. Und die Kohle hier. So. Sobald die Steinspitzhacke kaputt ist, habe ich auch Eisenspitzhacken dabei. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Aber ich möchte halt schon die Steinspitzhacke kaputt machen. Und nicht einfach so wegwerfen. Jetzt ist auch die Frage, mit wie viel Stacks will ich hier rausgehen? So 3, 4 Stacks wären eigentlich schon nicht schlecht. Für den Anfang wieder. Für Eisenrüstung braucht man halt noch eine ganze Menge Eisen dann. Für anderes Zeug, ich habe ja da noch für die Schmiede einiges mit Eisen geplant. Die Eisengitter haben ja auch viel Eisen weggenommen. Dann will ich ja auch noch Eisentüren reinmachen. Und was ich dann noch für Pläne hatte, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe nicht noch irgendwie noch einen Plan mit Eisen. Kann sein. Das kann sein. Oder so weit oben. Dann mache ich hier mal ein bisschen Kabel hier weg. Dass ich hier mal ein bisschen auf höhere Ebenen komme. So. Hier sind auch ganz in der Nähe ein paar Zombies. Das ist sehr, sehr schön. Die sollen ruhig mal da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Genau. Ich habe übrigens auch mal nochmal ein paar neue Mods rausgesucht, die ich installieren möchte. Die sind momentan noch nicht drauf, weil, ja, ich habe die hier zwar auf so einem Notizzettel hier auf dem Desktop stehen, aber bisher noch nicht halt rausgesucht und installiert. Sind halt erstmal so ein paar, ja, sind eher, also die ich da habe, sind glaube ich kleinere Mods. Genau. Also der eine Mod auf jeden Fall kleiner, der andere ist eher so ein bisschen größer und bringt auch ein paar coole Features hinzu. Was ich, ja, was ich auf jeden Fall auch bezu also was ich da auf jeden Fall gehört habe, das klingt schon mal sehr, sehr gut. Aber die Frage ist, ob das dann auch alles so hinhaut und ob es wirklich das ist, was ich da denke. Da habe ich halt so nur mal so nebenbei immer auch mal aufgeschnappt, diese Mods, ja. Klingt sehr interessant, habe ich halt beim anderen Let's Player zum Beispiel mal die eine Mod zumindest gesehen. Sieht sehr interessant aus, nämlich auch. Da es hier unsere eigene Welt ist, können wir sie so modden, wie wir fröhlich sind. Genau. Gestalten uns die Welt so, wie sie uns gefällt. Wer kennt diesen Spruch nicht? So, hier. Die Steinspitzhacke kaputt und jetzt geht es um einiges schneller voran. Wunderbar. Schon, ja, ein Stack. Ein Stack Kohle habe ich sogar schon. Wunderbar. Dann geht es hier jetzt weiter. Das sieht nach einer Sackgasse aus, ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch andere Gänge zu erkunden. So. Dann hier hoch und weiter und weiter und weiter. Ab, hab, 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 hab. Also, ich kann ja ruhig mal diese zwei Mods ruhig mal sagen. Das ist einmal die Mod Alarmcraft. Also, was halt schon der Name fast so schon sagt, ist, dass das fügt halt Blöcke hinzu. Creeper. Fügt halt Blöcke hinzu, so als Alarmanlagen. Also, ihr müsst das euch so vorstellen. Sieht aus wie, ja, so Art. Engel oder halt Sirene ist halt wie gesagt eine Sirene, kann man mit Redstone aktivieren und da hat man mehrere Alarmtöne. Dann kann man halt so mit Redstone so oder halt auch kann man auch so eine so Art Fallen bauen, wenn zum Beispiel ein Zombie irgendwie ein Gebiet betritt, dass dann Alarm losgeht, was sehr, sehr cool ist.
Und das, ob dann diese Mod noch mehr Features in sich birgt, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe das halt nur beim Let's Play halt gesehen. Dachte mir, ja, kann ich auch. Und genau, und die andere Mod, die nennt sich Mutant Creatures. Und so wie ich das gelesen habe, sollen da wohl, ja, halt Kreaturen. Nee, ich hab's nicht gelesen, ich hab's von niemandem gehört. Von wem denn war das? Halt von meinem Server war das, glaube ich, jemand, von dem ich das gehört habe. Und habe ich mir halt dann aufgeschrieben und klang halt sehr, sehr interessant, weil da haben die Mobs, also die Monster halt, ja, mutieren halt mit anderen Monstern zusammen und ich kann es euch jetzt nicht so leicht erklären, da müssen wir einfach mal abwarten, bis ich die mal drin habe. Dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Genau. Und dann hatte ich nicht noch eine weitere Mod? Naja, stimmt. Patze. War das Patze? Ich glaube ja. Kennt man vielleicht noch aus Minecraft Online. Hatte mir einen Vorschlag in die Kommentare geschrieben. Wenn ich noch, weil er hat halt gesehen, dass ich Industrial Craft 2 drin habe. Und er hatte mir halt so einen Tipp gegeben, wenn ich noch irgendwas mit anderen Technik-Mods machen soll oder möchte halt, dass ich da noch eine weitere Mod einfügen sollte. Und zwar, wie ist sie? Wie ist sie? Ich schau mal kurz nach. Moment. Muss kurz hier öffnen. Mir wird ja immer eine E-Mail geschickt, wenn ein Kommentar geschrieben wird. Schaue ich mal kurz in meinen E-Mail-Ordner mal rein. So. Da. Wie heißt sie? Mechanismen. Also, so. Und genau. Die sagt mir auf jeden Fall was, weil ich hatte ja einen Mod-Server. Da hatte ich ja auch ein paar von der Community halt Mod-Vorschläge reingemacht. Oder Mods halt reingemacht. Haben halt Vorschläge gegeben und da war diese Mod, glaube ich, auch mit dabei. Und damit kann man Energien umwandeln. Und soll auch super OP sein. Aha. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. So, jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Ich werde mal hier die Essenzbeeren mal verschlingen. Und dann hier. Ach, da habe ich Eisen übersehen. Du hast Eisen übersehen. Ja. Hab da wirklich Eisen übersehen. Und die Fossilien, die nehme ich jetzt doch nicht mit. Eines Tages werde ich die wirklich noch sehr gut gebrauchen können. Wenn wir so ein bisschen in die Archäologie reingehen. Aber, ja, jetzt will ich halt mich auf was anderes konzentrieren. Genau. Die Höhle scheint wirklich vielversprechend zu sein. Andauernd andere Höhlengänge. Was sehr, sehr schön ist. Gefällt mir. Kohle und gut, Eisen sehe ich momentan nicht, aber sehr, sehr viel Kohle. Naja, Kohle brauchen wir halt auch, um den ganzen Ton zu brennen und dann auch noch. Was hatten wir dann noch? Ach ja, genau, Mörtel müssen wir noch brennen. Also wie gesagt, sehr, sehr viel. Darum muss ich jedes bisschen Kohle mitnehmen. Ah, leck. Ja gut, 2 Minuten noch oder 1 Minute. Ein bis 2 Minuten noch, dann werde ich einen kleinen Cut setzen und dann werde ich mal wieder zurück auf 30 FPS stellen, sodass es für euch dann nicht mehr so doll leckt. Genau. Wird dann auch nur in Minecraft so sein, bis ich eine Lösung gefunden habe, bis es dann nicht mehr leckt. Aber die anderen Let's Plays werde ich ruhig bei 50 FPS belassen. Oder vielleicht so 60 FPS mal ausprobieren. Also in Super Mario Galaxy und in Pokémon Heart Gold hat es bisher wunderbar geklappt. Und da wird es wahrscheinlich dann auch weiterhin klappen. Nur, warum das jetzt hier in Minecraft nicht funktioniert, keine Ahnung. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Und plötzlich geht es dann doch nicht mehr. Aber naja. Bis ich neuen Arbeitsspeicher habe, das dauert halt auch noch eine Woche. Wenn es wirklich am Arbeitsspeicher liegt, ich habe keine Ahnung. Im Moment ist halt 80% meines Arbeitsspeichers ausgelastet.
Das ist halt schon, 80% ist schon ganz schön viel. So. Wenn ich dann das Doppelte an Arbeitsspeicher habe, dann habe ich keine Sorgen mit einem Arbeitsspeicher mehr. 16 GB ist schon da sehr, sehr gut. Wenn ich bedenke, damals an meinen einen PC, da hatte ich sehr, sehr lange Zeit nur 2 GB Arbeitsspeicher. Dann später hatte ich dann auf 4 GB aufgerüstet. Und seitdem ich meinen neuen PC habe, halt auf, bin ich jetzt auf 8 GB. Genau. Ja, den PC habe ich, ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, als ich den bekommen habe. Genau. Zuerst hatte ich ja hier DDR3 Arbeitsspeicher jetzt. Seitdem ich halt meinen PC aufgerüstet habe vor kurzem, habe ich ja DDR4 Arbeitsspeicher. Und bin bisher eigentlich auch sehr zufrieden damit. Hier scheint auch eine Sackgasse zu sein. Interessant. Ich dachte, dieser Tunnel hier verbirgt mehr. Auch auf der Karte sieht es nicht so hundertprozentig vielversprechend aus. Und ich kann jetzt auch wenig erkennen. So, wenn ich da mal die Karte öffne und mal hier. Ja, im Aufnahmeprogramm sehe ich ein bisschen mehr, weil der andere Bildschirm so ein bisschen, ja, eine andere Helligkeit hat. Jedenfalls sehe ich da ein bisschen. Oder besser gesagt, da, wo ich halt jetzt im Minecraft spiele, da spiegelt es so ein bisschen doof. Also, es gibt hier noch eine ganze Menge Höhlen. Genau. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Bleib wieder ein und bye bye.